Mein Name ist Fabian Wichmann, ich bin Ihr Moderator heute für den ersten Videopodcast von Exit Deutschland, Ausstieg und Deradikalisierung, mit der ersten Folge, wo wir uns mit dem Thema Radikalität und Radikalitätskontext beschäftigen. Herzlich willkommen und nur vorweg vielleicht noch zwei, drei Bemerkungen. Wir haben den Ton stumm geschalten. Fragen können sehr gerne in den Chat gestellt werden, die werden wir dann später in die Runde hier rein moderieren. Und wir haben Herrn Wagner hier im Studio und wir werden später im zweiten Teil Felix Bennekenstein zuschalten, sodass wir den ersten Teil mit einem Vortrag beginnen werden. Nach dem Vortrag werden nochmal die Möglichkeiten gegeben sein, Fragen zu stellen, Verständnisfragen. Und dann im zweiten Teil wird der Felix seinen Beitrag nochmal vorstellen. Und wir werden dann danach zusammen mit Felix in einer Schalter aus München hier im Studio, im Fernmedia-Studio, zusammen diskutieren können. Vorweg noch zwei Bemerkungen meinerseits. Wir haben etwas umdisponieren müssen aufgrund von Corona. Haben wir halt etwas improvisieren müssen. Deswegen sitze ich jetzt hier und nicht die Kollegin. Aber nichtsdestotrotz werden wir das dann auch hinbekommen. Und zum Vorlauf der Veranstaltung. Wir haben uns als Träger und die Teilnehmer, die schon länger mit uns zu tun haben und bei verschiedenen Veranstaltungen werden das wissen. Wir haben uns mit verschiedenen Themen und Veranstaltungen diesem Thema schon genähert. Wir hatten dazu auch verschiedene Publikationen, die Risikopublikationen zu uns, wo wir uns mit diesem Thema und der Frage von Risiko im Zusammenhang mit Extremismus beschäftigt haben. Die jüngste Publikation zum Thema Risikobewertung, die können interessierte Leute, Teilnehmer, sich auch gerne beim Träger erfragen unter der bekannten E-Mail-Adresse. Das wäre dann eine Art von Rahmung dieser Veranstaltung. Und jetzt würde ich eigentlich dann mit Herrn Wagner fortfahren und den ersten Beitrag zum Thema laufen lassen. Herzlichen Dank für die Wortübergabe. Ich versuche jetzt mein Glück allen Teilnehmern, die Sichtweise, die wir jetzt als Exit Deutschland entwickelt haben, über 20 Jahre bestehen. Moment bitte. Haben wir ein technisches Problem? Ich glaube, wir haben gerade ein kleines technisches Problem. Ah, okay. Wir hatten gerade Streams, Chat hat sich gemeldet, dass man die Regie gehört hat anstatt uns, weil irgendwer hat am Laptop den Ton umgestellt. Das ja. Hat man euch die ganze Zeit nicht gehört. Ja. Das heißt, wir fangen gleich einfach nochmal an, so als ob nichts gewesen ist. Alles klar. Man kann gerne ein bisschen drüber machen, auch auf unsere Kosten. Wir melden uns gleich wieder mal ab. Ja. Können Sie kurz nochmal was sagen? Ja, machen wir. Können Sie mich... Ein Test jetzt hier von uns nochmal aus dem Studio. Ja. Das ist erfolgreich. Gut. Ja, herzlich willkommen. Jetzt zum zweiten Mal. Offensichtlich hat der Ton bei der ersten Schalte nicht funktioniert. Entschuldigung. Aber das passiert insbesondere unter solchen Voraussetzungen, wie wir das jetzt haben mit Corona. Wir müssen improvisieren, wir mussten auch schon die Moderation jetzt hier improvisieren mit mir. Von daher nochmal ein herzliches Willkommen zu unserem ersten Videopodcast Ausstieg und Deradikalisierung. Heute zum Thema Radikalität und Radikalitätskontext. Sie haben die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Nutzen Sie diese bitte. Wir werden diese Fragen dann in die Runde moderieren. Wir werden im ersten Block mit Herrn Wagner einen Vortrag haben, der sich zu dem Thema Radikalität und diesem Kontext beschäftigt. Verständnisfragen sehr gern dann im Anschluss daran. Nach einer kurzen Pause werden wir dann zu Felix Bennekenstein nach München schalten. Und daran anschließend werden wir dann mit allen beiden nochmal inhaltliche Fragen besprechen können, also mit Herrn Wagner, mit Herrn Bennekenstein, dann im zweiten Block nach der Pause und einem Impuls von Felix. Mein Name ist Fabian Wichmann. Ich sitze hier eigentlich in Vertretung, Corona-bedingt, für eine Kollegin und werde Sie jetzt quasi durch diese nächsten zwei Stunden begleiten.
wer uns länger verfolgt hat, unsere Arbeit verfolgt hat, Veranstaltungen beigewohnt hat, der wird wissen, dass wir uns mit dem Thema schon etwas länger beschäftigen. Wir haben dazu auch verschiedene Publikationen zum Thema Risiko, Risikoeinschätzung und letztlich in diesem Jahr noch mal eine Publikation herausgebracht, Risikoradikalität, die sich noch mal dezidiert mit dem Thema beschäftigt. Wenn Sie daran Interesse haben, diese Publikation zu bekommen, dann gerne noch mal eine Rückfrage an die Ihnen bekannte E-Mail, dann können wir Ihnen das da entsprechend zukommen lassen. Das ist quasi die Grundlage, die Genese der Veranstaltungsreihe, wo wir uns jetzt heute befinden. Dieser Podcast soll weitergeführt werden, also wir werden in den nächsten Jahren eigentlich verschiedene Beiträge in dem Zusammenhang Ausstieg und Deradikalisierung als Videopodcast für Sie aufbereiten und dann in einer ähnlichen Form immer wieder streamen und als Video danach letztendlich veröffentlichen. So, das jetzt erstmal zu meiner Vorrede. Ich begrüße Herrn Wagner hier im Studio und würde Sie jetzt bitten, einfach mal mit dem ersten Beitrag zum Thema zu beginnen. Ja, ein herzliches guten Tag in den nicht guten Zeiten. Aber wir sollen ja deswegen nicht unser frohen Mut verlieren. Und ich versuche Sie auch anhand eines ziemlich harten Themas, nämlich der Radikalität in unserer Gesellschaft, in diese Sphäre nochmal hineinzuführen, vor allen Dingen zum Nachdenken hineinzuführen. Denn wir haben ja immer wieder, das kann man feststellen, Kernfragen zu lösen im Zusammenhang mit Radikalität. Was bedeutet Radikalität für die Demokratie? Nach welchen Kriterien wird Radikalität bemessen oder identifiziert? Wir haben auch die Frage zu lösen, welche Personen sind, wenn denn Radikalität aufgerufen wird, als Thema, sind denn Radikale? Was tun sie uns an oder wie kann man mit ihnen umgehen? Kann man sie möglicherweise, und das ist für Exit Deutschland ja auch eine sehr wichtige Frage, kann man sie auch wieder davon abbringen, kann man sie auch integrieren, indem sie dann von dieser Orientierung der Radikalität abgelassen haben. Also all diese Fragen versuchen wir heute wahrscheinlich nur kurz zu streifen, in 2 Stunden kann man nicht alles stemmen. Aber es ist doch angebracht, sich darüber intensiver zu unterhalten als zuvor. Wir haben ja jetzt in Frankreich die Enthauptung des Lehrers erleben dürfen. Wir haben natürlich auch in Deutschland rechtsextremistische, rechtsterroristische Anschläge erlebt, auch in der jüngsten Vergangenheit, und da ist natürlich das Gebot der Stunde, sich intensiv auch damit zu befassen, was man tun kann. Und wir haben ja leider auch feststellen können, dass auch vielfältige Maßnahmen der Prävention ja nicht alles reißen können und immer wieder doch Extremisten verschiedener Couleur versuchen, das gesellschaftliche Leben zu zerstören, von Einzelnen zu zerstören, von Gruppen zu zerstören. Aber auch einen eklatanten Angriff auf Freiheit und Rechtsstaat zu liefern. Das ist sozusagen die Ausgangslage, in der wir uns bewegen. In den letzten Jahren haben wir ja immer wieder die Debatte, wenn es dann zu extremistischer Gewalt kommt, zu Anschlägen oder auch eher niederschwelligen, schweren oder minder schweren Straftaten, die gegen Leben und Gesundheit gehen, dass dann darüber nachgedacht wird, wie böse ist denn das einzelne Individuum? Was ist sozusagen die Essenz dessen, was die Person anhebt, bewegt und zur Tat führt? Und vor allen Dingen, was geht in der Person vor? Da gibt es also dann in den Medien starke Debatten. Und meist geht das so aus, dass gemeint wird, dass das der Person ausschließlich eigen sei. Die sogenannten Kontexte, wie wir das bezeichnen, werden dann sehr oft weniger beleuchtet. Und der wechselseitige Zusammenhang zwischen dem Kontext und der Radikalität der einzelnen Personen wird eher medial ausgeblendet. Ähnliches passiert leider auch in Teilen der Wissenschaft, sodass es dann eine unübersichtliche Gemengelage gibt und man also schwerlich weiß,
was ist dort tatsächlich an Geschehen abgelaufen. Das wollen wir heute ein wenig ausleuchten, was passiert da eigentlich an der Stelle. Und wir haben natürlich auch in der Vergangenheit uns immer sehr viel sehr intensiv den Kopf darum gemacht und haben zuallererst, Fabian Wichmann hat ja schon darauf hingewiesen, auf die Broschüren, die bei uns entstanden sind, haben wir uns gekümmert um das Innere der Person. Das heißt also, was wird an Radikalität vorgetragen aus dem Bestand der Persönlichkeit heraus der einzelnen Betreffenden? Und wie ist das dann zu bewerten? Also wir haben einen Ansatz gewählt, dass wir gesagt haben, wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben, im Beratungsprozess beispielsweise, mit dem Umfeld von Radikalen. Das war also eine Themenstellung, in der wir sehr intensiv zugange gewesen sind. Die zweite Lage war, dass wir überhaupt ein Instrument bzw. einen analytisch fundierten Blick auf die Personen von Radikalen selbst gestartet haben. Dazu sind auch Vergleiche gemacht worden mit anderen analytischen Ansätzen. Das kann man also alles in diesen Broschüren nachlesen. Und in einem dritten Zug war dann die Frage, die ich jetzt eben aufgeworfen habe, das Wechselverhältnis zwischen dem einzelnen Radikalen und dem radikalen Kontext aufzuarbeiten. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass der radikale Kontext stärker in den Blick genommen wird, zumal nach unserer Diagnose über die langen Jahre hin dieser radikale Kontext oftmals tatsächlich in der Situationsanalyse, aber auch in der generellen politischen und Extremismus-Lageanalyse deutlich zu kurz kommt. Also wie gesagt, das soll uns jetzt weiter beschäftigen. Ich habe auch ein paar Folien dazu vorbereitet und habe jetzt auch vor, die Ihnen zu zeigen. Ich hoffe, man kann das so leidlich sehen. Alles wird man vielleicht nicht sehen können, aber man kann ja so verfahren, dass wer das haben möchte, auch dann von uns erhalten kann. Also wie gesagt, die zwei Sichtweisen, die wir grundsätzlich jetzt erlebt haben, hatte ich schon ausgeführt. Einmal eine, die man in der Wissenschaft eher endogenistische Theorieansätze nennt, und dann gibt es andere Ansätze, die dann eher von äußerlichkeitsbestimmten Ansätzen ausgehen. Ich nenne die exogenistische Ansätze. Und dann kann man sich einer, der wir sehr stark zuneigen, einer Synthese von beiden Elementen zuwenden, die sowohl das biologische, soziale, kulturelle und auch das individuelle versuchen zu synthetisieren und vor allen Dingen dann auch über die Lebenssituation und auch die politische Situation, die soziale Situation, die ökonomische Situation dann zu konkretisieren. Also immer Anlass, Ereignis bezogen zu konkretisieren. Also nichts ist fest in Stein gemeißelt. Hier geht es eher um Maßverhältnisse, um Wahrscheinlichkeiten und flexible, aber auch feste Größen zugleich. Und dieser Ansatz hat uns bisher ganz gut durchs Leben getragen und hat natürlich auch in der Analytik der Situation, in der wir uns als Exit Deutschland befinden, also auch recht gut Arbeitsergebnisse beschert. Das heißt, wir sind in unseren Analysen bisher nicht grundsätzlich fehlgegangen. Eines mussten wir wegtun. Vieles konnten wir also trotz alledem, was dann also auch an Misshelligkeiten in der Analyse auftrat, dann als positiven Ertrag davon bringen. Wichtig ist in dem Zusammenhang überhaupt erstmal zu klären, was Radikalität ist. Und das ist vor allen Dingen für uns ein politischer Begriff. Das ist kein rein psychologischer Begriff, wenngleich dieser Begriff natürlich auch eine sehr starke psychologische Dimension hat.
Der politische Begriff bezieht sich immer darauf, und das halten wir seit Jahr und Tag, seit unserer Gründung durch, bezieht sich immer auf die Werte und die gesetzlichen Regularien, die sich aus dem Grundgesetz der Republik ergeben. Das ist ja nicht nur ein reiner rechtlicher Zusammenhang, der dort präsentiert wird, sondern auch ein Wertezusammenhang. Ein Wertezusammenhang, der eigentlich Freiheit befördern muss, auch von seiner Konstitution her, und an dem wir uns messen. Und wir definieren eigentlich Radikalität als eine Haltung, ein Gestus, eine Konzeption, Strategie, egal in welcher Dimension das also vorgetragen wird, die sich genau gegen diese Grundwerte in ihrer Gesamtheit, aber auch in Teilen dieser Grundwerte richtet. Das heißt also, die damit hadern, mit dem Grundgesetz, mit den darin steckenden Grundwerten, und die vor allen Dingen den Systemzusammenhang, den diese Grundwerte und diese Rechtsbestimmungen umreißen, in seiner systemischen Grundlage angreifen. Das heißt also, sie wollen diese Leute, die Radikalität zelebrieren, bewirken, dass dieser Systemzusammenhang, nämlich der freiheitlich-parlamentarischen Demokratie, die Wirklichkeit und die Bestimmung des demokratischen Rechtsstaats und Verfassungsstaats aufheben und durch eine andere gesellschaftspolitische Ordnung, möglicherweise auch wirtschaftliche Ordnung, ersetzen. Und das ist des Pudels Kern. Es sind sehr hohe Anforderungen, die an diese Fassung der Radikalität, dieser Deutung der Radikalität erhoben werden. Also nicht jeder, der abweichende Meinung hat, ist in dem Augenblick ein Radikaler oder gar ein Extremist. Um auf den Begriff des Extremismus ausgehend von dieser Grunddefinition noch mal hinzuweisen, es ist in der Bundesrepublik Deutschland dann Usus, schon seit vielen Jahrzehnten, also kurz nach der Gründung gab ja die Debatte, wer ist jetzt eigentlich der wirkliche Schädiger der Demokratie, wer will die Demokratie als gesellschaftspolitische Ordnung aushebeln, und was macht man mit den Leuten, die dieses wollen? Und da gab es ja schon mit dem Urteil gegen die NS-Nachfolgepartei, Sozialistische Reichspartei, ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 1952, wo die Essentials dessen, wer Extremist ist, schon im Wesentlichen vorgeprägt wurde. 1956 wurde das nochmal erneuert und auch nochmal in eine andere politische Richtung gewendet. Das war das Urteil des Verbots der Kommunistischen Partei Deutschlands, die damals ja auch die Diktatur des Proletariats als politisches Programm anstrebte. Also hier sind schon die Grundlagen gelegt, und Extremisten sind nach unserem Verständnis bei Exit Deutschland all jene politischen Strukturen, Gruppierungen, Bewegungen und auch Personen, die genau diese freiheitlich-demokratische Grundordnung aktiv kämpferisch und vor allen Dingen auch mit dem Fokus von Aggression und Gewalt beseitigen wollen. Also es muss eine gewisse Nachhaltigkeitsformel gegeben sein im Tun der Leute, die dann den Staat veranlasst, gerade aufgrund der Gefährlichkeit. Und hier haben wir das Thema Risiko sehr stark eingespielt, aufgrund ihrer gesellschaftspolitischen Gefährlichkeit, die Grundordnung zu stürzen zu wollen, dann als Extremisten betrachtet werden und natürlich auch verschiedene rechtliche Maßnahmen über sich ergehen lassen müssen, nämlich die Beobachtung und der Einsatz von Nachrichtendiensten, Mitteln und Methoden in dieser Beobachtung. Da geht es also dann bei Weitem nicht mehr nur um die politische Analyse des Tuns. Also hier sind ganz klare, auch rechtliche Kriterien über die Jahre entwickelt worden, wer Extremist ist und wer nicht. Also man kann zusammenfassen, Radikale ist die größere Grundgesamtheit, Extremisten ist eine Teilgruppe der radikalen Personen, Gruppen und Bewegungen, und man kann dann von dieser Prämisse aus arbeiten. Also da hat man dann einen Kriterienapparat, den man dann in der Situation dann auch verfeinern kann, und personen- und kontextbezogen
auch zum Einsatz bringen kann. Wichtig ist auch nochmal festzuhalten, was ist eigentlich Radikalität, welche Dimensionen der Radikalität gibt es. Also ich hatte ja schon von politischen Programmen, von politischen Bewegungen gesprochen. All diesen politischen Programmbewegungen liegen ja Ideen zugrunde, nämlich eine radikale Ideologie. Also die Ideologie ist sozusagen das Pudelskern, die in ihrer Wesenheit natürlich diesen Staatsumsturz oder besser gesagt den Umsturz der gesellschaftspolitischen Ordnung bewirken will. Die Ideologie hat meist die Eigenschaft, eine apokalyptische Lage der Gesellschaft, in der man sich befindet, zu zeichnen. Und natürlich auch damit verbunden einen Aufforderungscharakter zu entwickeln, diese missliche Lage, die apokalyptische Lage zu ändern. Das heißt also, einen Leitprozess von Massen zu begründen, zu postulieren, ob der real ist oder nicht real ist, ist dann eher nachrangig. Entscheidend ist dann die Deutung selbst, das Bild dieser Apokalypse. Und damit verbunden in dieser Ideologie ist natürlich auch die Aufforderung, die Lage zu ändern. Also eine Mission wird entwickelt, es wird ein Zusammenhang entworfen, der die Utopie sein soll. Das heißt, wo soll die ganze Lage hingewendet werden? Was ist sozusagen ein Endzustand und welche konzentrative Anstrengung muss man sich auf die Wendung der Lage hin selbst verordnen. Das heißt also, es muss vor allen Dingen auch, gerade wenn man über Apokalypse redet, ja ein Kraftfaktor mit beachtet werden, der davon ausgeht, dass die Lage dramatisch ist. Das findet man in allen radikalen Ideologien wieder. Und man muss also auch mit entsprechender Vehemenz diese Lage wenden. Das heißt also, Aggression und Gewalt sind auch hier schon vom Wesen der Ideologie her eingebaut, implementiert. Und danach sehen natürlich auch die entsprechenden Rettungsbewegungen, Missionsbewegungen aus, um die apokalyptische Lage in ein gutes Licht des Zukunftsgeschehen hineinzuwenden. Also man kann sich also ganz verschiedene politische Ideologien dahernehmen und kann also diese nach diesen Kriterien untersuchen und wird dann feststellen, dass es dabei weniger um die Frage der politischen Richtung, links, rechts oder andere geht, sondern dass es vor allen Dingen um die innere Konstitution der Idee geht, die dort drin steckt, was den Menschen ausmacht, welches Menschenbild vertreten wird, und wie man sozusagen einer Utopie nacheilt und die Utopie aufzuführen trachtet. Insofern sind diese Dimensionen nicht unwichtig, die die Radikalität ausmachen. Ich hatte ja neben der Ideologie schon angedeutet die Mission, das ist die zweite. Dazu braucht man natürlich auch etwas, um die Mission umzusetzen. Das sind in der Regel Assoziationen und Organisationen von Menschen, die das bewirken. Man tritt ja gerade um die Ideologie, um die ideologische Mission erfüllen zu können, zueinander, bildet Parteien, man bildet Bewegungen, man bildet Gruppen, um dann auch entsprechende kraftvolle Instrumente zu ersinnen und einzusetzen, um diese Mission zu erfüllen. Und hier spielt natürlich als große dritte Dimension auch eine Kraft zutage, die in jedem einzelnen dieser Missionsträger aufscheint. Also ich kenne sehr viele Leute aus extremistischen und radikalen Bewegungen und allen ist eigen, zum Mittel der Gewalt, zum Mittel der Aggression zu greifen. Das ist also sozusagen die wesentliche dritte Dimension, die Radikalität auch psychologisch und politisch ausmacht. Also diese Missionsbewegungen, die Ideologie und die Gewalt sind natürlich dann also auch in jedem Einzelnen, in jeder einzelnen Person anzutreffen. Man kann das also sehr eindrücklich dann auch in den Äußerungen der Personen wahrnehmen, sowohl in der Zeit, als die Radikale waren,
Aber man kann natürlich auch das feststellen bei Leuten, die aussteigen aus diesen Zusammenhängen, die sich ja dann mit dem eigenen Sein, mit, genau mit diesen Dimensionen, die in ihnen dann also auch wirksam waren, umgehen müssen. Das heißt also, sie müssen das bearbeiten und müssen das auch in sich zurückziehen und bekämpfen, sodass, wenn man dann über Ausstieg spricht, immer von der einer der drei Dimensionen ausgehen kann, vor allen Dingen im Kern den wirklichen Ursprungsort, das Verlassen der entsprechenden radikalen Ideologie. Das jetzt zu den Dimensionen. Ich hatte ja schon gesagt, dass es hier nicht mehr allein um Links- oder Rechtszusammenhänge geht, also Linksradikalismus, Rechtsradikalismus oder andere Formen der Radikalität, sondern es geht tatsächlich um die Missionsbewegungen, die da drin stecken. Und ich will auch aufmerksam machen, dass wir gerade in den letzten 10 Jahren ja zunehmend Ansätze haben für die Entwicklung neuer radikaler Bewegungen und auch entsprechend Hintergründe neuer ideologischer Bewegungen. Da will ich mich aber jetzt nicht länger daran aufhängen. Es gibt ja noch andere weitere Veranstaltungen, wo wir in diesen Zusammenhang eintreten können. Wichtig ist in dem Zusammenhang, wenn man sich einzelne Radikale anguckt, bleiben wir jetzt mal im Themenfeld des Rechtsradikalismus, des Rechtsextremismus, dann können wir natürlich, wie auch bei anderen Formen, feststellen, dass die Leute ja nicht im luftleeren Raum leben und nicht alle, die mit Gewaltstraftaten in Erscheinung getreten sind, haben sich autoradikalisiert im Internet. Und selbst das Internet ist ja ein Ort, der in hohem Maße kollektivistisch organisiert ist. Hat man also niemals schiere, pure Einzeltäter. Also wenn ich mir die ganze Straftatenchronik, Verbrechenschronik des Rechtsextremismus, aber auch anderer Formate des Extremismus angucke, wird man feststellen, dass also immer kollektive Zusammenhänge im Hintergrund oder auch im in der Situation selbst auftreten. Wir hatten, also ich selber bin ja schon seit langer Zeit mit dieser Thematik befasst, also auch im Bekämpfungssektor. Und als ich Weiland noch beim kriminalpolizeilichen Staatsschutz entsprechende Täter strafrechtlich verfolgen musste, war das auch sehr auffällig in der Analyse von Straftaten, dass wir niemals Straftaten ohne Umfeldpersonen, ohne einen sogenannten radikalen Kontext feststellen konnten. Es sind also wissenschaftliche Arbeiten auch in der Auswertung dieser Straftaten gelaufen, damals hier in Berlin vor allen Dingen. Und dort wurden auch hunderte von Strafakten ausgewertet, wo wir also feststellen konnten, es gibt immer einen radikalen Kontext, eine Determinationsstruktur der individuellen Tat. Und oftmals erschienen auch, wenn man sich dann mit den Straftätern in der Vernehmung unterhalten hat, die Lage so, dass man das Gefühl hatte, durch sie spricht etwas hindurch. Das ist eine interessante Beobachtung gewesen, dass sie sozusagen Zitatenträger waren, größerer Diskurse und vor allen Dingen auch Zitatenträger waren in ihrem Tathandeln selbst von entsprechenden Gruppen, in die sie eingebunden waren. Also wir können im Grunde genommen, wenn wir über den radikalen Kontext sprechen, vor allen Dingen zunächst über den sozialen Nahraum, den entsprechenden Lebensraum der entsprechenden radikalen Personen reden. Und das ist vor allen Dingen die sogenannte extremistische Basisgruppe, die radikale Basisgruppe, in denen die Täter in aller Regel, also bis auf ganz wenige Ausnahmen eingebunden sind oder in Gruppen, in denen sie einmal eingebunden waren und sie dann sozusagen aus verschiedenen äußerlichen oder inneren Gründen verlassen haben und doch dann zur Tat schritten. Aber es gibt immer einen basalen extremistischen Gruppenhintergrund und das muss man also in jedem Fall, wenn man jetzt also im Umgang mit radikalen Personen aktiv ist, also sowohl in der Distanzierungsarbeit als auch in der unmittelbaren Ausstiegshilfe, vor allen Dingen aber auch in der Distanzierungsarbeit. Wir kennen ja die Diskussion um die akzeptierende Jugendarbeit in den 90er Jahren, da war das also ein starkes Thema.
geht es darum, vor allen Dingen also auch diese Basisgruppen in den Blick zu nehmen. Das ist in manchen Strafverfahren, wenn man sich die anguckt, bis zum gerichtlichen Verfahren großer Mangel, auch polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Aber wie gesagt, es lohnt sich wirklich, in diese Basisgruppen hineinzugucken und vor allen Dingen auch in die entsprechenden Netzwerke, die diese Gruppen dann also auch bestimmen, also vom ideologischen Gehalt her, aber auch von den Aktionsvorräten bestimmen. Und das ist sozusagen die nächste Ebene, die Ebene der Bewegung. Und das sind die beiden zentralen Grundzusammenhänge, die man dann also bei Aufarbeitung von Taten und der Bewertung auch des Risikos von Personen, wenn sie dennoch extremistisch aktiv sind, als auch dann in dem Fall sie aussteigen, beachten muss. Also für Ausstiegsprozesse ist natürlich auch diese Basisgruppe, aber auch die Basisbewegung ein ganz entscheidender Faktor, um dann auch Gefahrenpotenziale für die Aussteigenden gut bestimmen zu können. Sonst hat man da also auch ein Riesenproblem, dass die Aussteigenden dann nur als Individuen betrachtet werden, die, denen dann sozusagen sozial geholfen werden solle und die Gefahrenpunkte, die da drin stehen, dann außer Reichweite geraten und man die Prozesse nicht gut steuern kann und die Personen natürlich selber auch in extreme Gefahr geraten. So, dann schauen wir. Ich habe jetzt mal die Folie aufgelegt, radikaler Kontext. Nicht unwichtig sind natürlich die Zusammensetzungen der Kontextelemente. Ich habe also auch, wenn man das jetzt systemisch denkt und netzwerktechnisch denkt, was der radikale Kontext ausmacht, hier auch verzeichnet das Territorium. Ich habe auch aufgezeichnet das Wort Milieus. Ich habe auch Familien noch dazu geschrieben, aber auch Familienverbände und Gentes. Und wie gesagt, die radikale Gruppe und Bewegung, was dann sozusagen das sozusagen sehr prägende Element ist. Also es ist schon ein Unterschied, wenn wir Gruppen, wir merken das beim Ausstieg auch, haben, die in unterschiedlichen sozialen Landschaften verteilt sind und auch dann sozusagen unterschiedliche regionale Gefährlichkeiten entwickeln können, als Gruppe, als Bewegung. Das muss man sich also in jedem Fall genauer angucken. Es sind jetzt erstmal nur Stichworte. Wir haben also auch ein Instrument entwickelt, wo man dann Score-Werte verteilen kann, wenn man will. Das ist noch nicht fertig. Aber es macht Sinn, das dann übereinander zu legen, die einzelnen Elemente, und dann zu schauen, welche Gefährlichkeitsmuster sich dann dort abzeichnen. Wichtig ist noch in dem Zusammenhang, dass wir auch unterscheiden zwischen einer Kontrastgesellschaft, wenn man das Territorium jetzt anschaut, und einer Parallelgesellschaft. Was hat das für eine Bedeutung? Diese feine Unterschiedlichkeit herauszuheben. Kontrastgesellschaften sind in der Regel Formate von extremistischen, radikalen Bewegungen, die sich auf der Ebene der Lebensweise abbilden. Das heißt also nicht nur als politische Zusammenhänge daherkommen, als Parteien, Gruppen und Bewegungen mit einem politischen Etikett, mit einem Namen, sondern auch als Lebensweise-Milieus sich etabliert haben im Territorium. Also es gibt Ecken, wo man dann mal das Gefühl hat, man fährt durch einen kompletten Lebensraum von Rechtsradikalen. Also das haben ja viele auch immer wieder im Zusammenhang mit der Diskussion um die national befreiten Zonen. Da weiß man dann nicht so genau, wo man sich gerade befindet. Wer ist da eigentlich wer? In originär gekleideten und frisierten Nazi findet man nicht. Aber gleichwohl hat man das Gefühl, dass man in einem rechtsradikalen Ideologie- und Kulturraum sich aufhält. Das wäre sozusagen die Kontrastgesellschaft, die dann nicht hervorsticht, sondern sozusagen der allgemeinen Lebensweise im Territorium
sozusagen milieuhaft sich sozusagen herausgebildet hat. Also es ist eine auffällige Unauffälligkeit, wenn man sich sozusagen den Begriff Kontrast daher nimmt. Wir sind im Grunde gerade zum Thema Rechtsextremismus auf dieses Phänomen gestoßen in den 90er Jahren, also was sich also bisher auch nicht so sehr grundlegend geändert hat. Und das hat natürlich dann also auch eine analytische Bedeutung, in welchem territorialen System man sich bewegt und wie die verschiedenen Gruppen und Akteure, die Personen dort möglicherweise eingebunden sind und wie man sie dann sozusagen als Einzelne einzuschätzen hat. Parallelgesellschaft ist eher ein anderer Zusammenhang, der auch ein Lebensweisenzusammenhang ist, aber der sich vor allen Dingen in einer Absetzbewegung zur sogenannten Anführungszeichen normalen Gesellschaft bewegt und eigene kulturelle und eigene Lebensweiseformationen im Territorium entwickelt. Das heißt also abgrenzende Stadtteile beispielsweise mit einer abgrenzenden identitären Kultur, weil wir haben ja jetzt momentan eine starke Diskussion um Identität. Ich persönlich bin da also sehr verhalten an der Stelle, diese Kategorie nach vorne zu bringen, egal aus welchen Gründen und Zusammenhängen heraus. Aber es ist tatsächlich so, dass sich dann sozusagen solche identitären Sphären entwickeln mit unterschiedlichen ideologischen Grundierungen und sich dann sozusagen als abgesetzt definieren und von da aus dann eine In-Group-Out-Group-Lage herstellen. Also auch das muss man beachten, wenn man über Risiko redet und über die Bestimmungsmöglichkeiten, die diese Kontexte dann auf den Einzelnen ausüben. Eine wichtige Frage des radikalen Kontextes ist neben den verschiedenen Aggregationen dieses Kontextes, also Familie, Milieu, Gruppe, Bewegung, sind natürlich auch die entsprechenden zwischen diesen Elementen laufenden Beziehungen. Also die Beziehungen selbst, das sind ja Tätigkeitsbeziehungen. Und diese Tätigkeitsbeziehungen haben natürlich auch eine entsprechende in Richtung Radikalität, aber auch in Richtung Deradikalisierung reichende, elektrisierende oder auch mildernde Wirkung. Also das ist eine eigene Richtung der Betrachtung, die man also gar nicht außer vor lassen darf. Manchmal sind ja auch Radikale in Gruppen drin, weil sie eine andere Art von Beziehungen erhofft haben in ihrer Biografie. Also ein schlechtes Elternhaus durch ein neues Elternhaus zu ersetzen beispielsweise, es könnte so eine Lage sein. Und das neue Elternhaus wäre dann die Gruppe. Man versucht sozusagen über die Suggestion des Kameradschaftlichen, beispielsweise bei Rechtsradikalen, diesen Familienersatz zu erlangen. Also diese Beziehungsebene, diese Tätigkeits- und Beziehungsebene sind also auch durchaus von besonderer Relevanz, also auch für die Bewertung des radikalen Kontextes. Jemand, der sehr intensiv, auch emotional und auch langzeitig in extremistische Gruppen verbandelt, verstrickt ist, dort auch sehr intensive persönliche Beziehungen erlebt hat, kann natürlich ein höheres Risiko nach außen präsentieren, indem man natürlich dann also auch Tatbestimmungen folgt, die aus der Gruppe ihm nahegebracht werden. Und es kann natürlich also auch, wenn diese Beziehungen karg sind, wenn eine Entfremdung stattgefunden hat auf der Beziehungsebene, kann natürlich auch die Flucht aus der Gruppe auch dann von besonderer Bedeutung sein, um sich dann sozusagen der Schädlichkeit der Beziehung bewusst werdend dann von der Gruppe entfernt. Also das ist für den Ausstieg relevant. Also wie gesagt, schauen Sie sich also auch diese Beziehungswelt an. Es geht jetzt also dann in eine Betrachtung hinein, die all diese komplexen Gebilde, Beziehungen und Verhältnisse in den Blick nimmt. Und dann kann man aus genau diesen Betrachtungen in der Situation, also der Situationsanalyse, auch schließen,
inwiefern eine Person ein Risiko darstellt oder eine Gruppe ein Risiko darstellt, eine Bewegung ein Risiko darstellt oder ob umgedreht, wenn man jetzt die Radikalisierung und Ausstiegsprozesse in den Blick nimmt, auch festhalten kann, welche Elemente des Kontextes sind besonders gefährlich für die aussteigende Person. Was ist eigentlich das Gebot der Stunde und das kann man anhand einer derartigen Systematik und Vorgehensweise dann relativ gut bestimmen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Wagner, für die einleitenden Worte. Wir sind etwas, aufgrund der technischen Schwierigkeiten, etwas hinter der Zeit. Deswegen verschieben wir die Pause etwas nach hinten. Wenn jetzt noch Verständnisfragen sind, können wir die gerne jetzt noch in den Chat stellen. Ich sehe bis jetzt noch keine. Ich hätte vielleicht noch mal nicht eine Verständnisfrage, aber dann vielleicht eine Frage zum aktuellen Zusammenhang. Also nehmen wir jetzt Corona als gesellschaftliche Rahmenbedingung von Radikalität und schauen uns dann verschiedene Akteure innerhalb dieser innerhalb dieses Umfeldes an. Also wie versuchen dann vielleicht jetzt insbesondere rechtsextreme Gruppen diese Situation für sich zu nutzen? Ist da eine Gefahr oder wie sieht die aus, gerade in der aktuellen Diskussion, die wir auch mit den Demos in Berlin hatten? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt nach meinem Überblick sehr unterschiedliche Haltungen auch zur Bewertung des Corona, der Corona-Gefahr, des Corona-Risikos. Ein Teil von rechtsradikal gesinnten Personen und Gruppen neigen dazu, Corona komplett herunterzureden, also bis hin zu dieser Kategorie der Verschwörungstheoretiker, die der Meinung sind, das ist alles ein gemachtes Geschehen, ein Gebilde von im Hintergrund laufenden Strolchen, die das Weltgeschehen hier bewegen, bis hin zu Leuten auch, die das Corona-Geschehen versuchen, relativ objektiv einzuordnen, möglicherweise unterschiedliche Meinungen sich bilden zu dem, was regierungsamtlich dargestellt wird oder was also auch in den verschiedenen Streitigkeiten von Virologen und Medizinern dort abläuft. Also das ist streut eigentlich sozusagen durch die gesamte Landschaft. Insofern kann ich jetzt kein klares Muster insofern feststellen, dass sozusagen alle Corona-leugner Rechtsextremisten oder Rechtsradikale sind oder sozusagen das Gute versammelt ist bei denen, die Corona besonders ernst nehmen. Also das ist, manchmal scheint es so, dass da so eine Sicht besteht. Ich denke, dass es so in dieser Grundsätzlichkeit nicht bewertet werden kann. Dann vielleicht nochmal konkret nachgefragt, könnte Corona die Rahmenbedingungen, könnten die quasi ein Umfeld sein, wo sich so eine Art von Radikalisierung im Einzelnen, ob nur begründet oder nicht, aber eine Radikalität von Gruppen oder einzelnen Personen quasi beschleunigt, also dass die aktuelle Situation eigentlich eine Art von Katalysator sein könnte. Also ein Triggerfaktor ist es vor allen Dingen für die Ultraradikalen in diesem rechtsradikalen Gesamtsystem. Das kann sich denn also auch, und das habe ich schon beobachtet, mit dem Thema Migration verbinden, zum einen, und natürlich auch mit dem Thema der Beseitigung der Staatlichkeit als Projekt. Und das kann natürlich dazu führen, dass jetzt zu verstärkten Gewaltorientierungen auch geneigt wird, weil man sagt, Corona und der ohnehin schon laufende Endkampf in der Welt bedeutet jetzt besonders drastisch und stark zu handeln. Das heißt, also der Gewaltaspekt, der terroristische Aspekt des Ganzen, der vernichtungslogische Aspekt des Ganzen kann sich dadurch ziemlich deutlich steigern. Also das ist zu befürchten und insofern ist das Corona-Geschehen natürlich ein Trigger, klar. Dann würde ich vielleicht noch mal eine letzte Nachfrage zu sozialen Medien. Immer die Diskussion, inwiefern soziale Medien ein Radikalisierungskontext sind, der bestärkt. Jüngst der Fall in Frankreich, der seine Tat vorher ankündigte in sozialen Medien und wo auch im Vorfeld schon auch Angehörige von Kindern in der Klasse des Lehrers
entsprechende Geschichten vermittelt haben und da polarisiert haben, auch eine Art von Radikalisierung betrieben haben, sodass man davon ausgeht, dass der Täter eigentlich nicht selber betroffen war von der Situation, sondern erst über soziale Medien von der Geschichte gehört hat und daraufhin reagiert hat. Also dass dann soziale Medien eigentlich als Transmitter funktionieren, unabhängig davon, ob man einen persönlichen Bezug hat oder ob man einen Gruppenbezug hat, die sozialen Medien als Transmitter, wie ist denn da so die Wahrnehmung? Ja, soziale Medien sind natürlich auch Trigger für solche Haltungen. Hier hat man ja im Fall des französischen Geschehens ja festgestellt, dass hier mehrere Elemente interagieren. Das heißt, hier waren die sozialen Medien am Start, also die Diskurse darin, die Person affiziert hat, diese ganze Diskurswelt. Und vor allen Dingen ja auch das Nahfeld, also ich sage jetzt mal die Parallelgesellschaft, über die ich gesprochen habe, auch hier zugeschlagen hat, das Milieu, die Parallelgesellschaft, die Familie, Gruppe. Also hier fallen sozusagen die verschiedenen Elemente ineinander, also das etwas fernere Internet, sage ich jetzt mal, das Geschehen. Und das dann auch übersetzt in Diskursmengen, in das konkrete Milieu, in die sozialräumlichkeit hineingeraten wurde, ja, über diesen Diskurs, dort neuen Diskurs erzeugt hat, der dann Auswirkungen hatte, auch über die verschiedenen Kommunikationen, die darin stattgefunden haben, dass dann der Lehrer geköpft wurde. Also das heißt, die Person hat sich zum Exekutor und zum, ich sage jetzt mal, Soldaten einer höheren Macht aufgerufen gefühlt, um sozusagen den dann kollektiv erzeugten Willen des Milieus, der Parallelgesellschaft, aber auch des Internetdiskurses aufzugreifen und Entlastung zu schaffen. Also da fallen dann diese Elemente in sich zusammen in einer situativ unheiligen Allianz. Und deswegen ist es ja so wichtig, gerade in bestimmten gesellschaftspolitisch kritischen Lagen, ja, also auch bei bestimmten Reizthemen, die in der Gesellschaft auflaufen, also wie in Frankreich die Karikaturfrage oder es können auch hier andere Fragen sein, in Deutschland Migrationsfragen, bestimmte Ereignisse etc., dass die also allesamt dann tatsächlich Triggereignisse sein können, jedes Ereignis für sich, aber auch in einer gewissen Synthese, in einer gewissen Zusammenballung, die dann sozusagen die Nahraummilieus derart affiziert, dass dann sozusagen Endkampf- und Entlastungsszenarien aufgebaut werden, die dann den Einzelnen bestimmen, Taten auszuführen. Das denkt er sich nicht alleine aus, der Täter, sondern das wird sozusagen im kollektiven Diskurs erzeugt. Und er ist dann der Auserwählte, der das dann auch umzusetzen hat, wenn es dann nicht eine Gruppe tut. Ne? Also es kann ein Einzeltäter sein, der sich dann, sagen wir mal, tatzeitlich von einer Gruppe entfernt hat, also wo es eher in seinem Innern dreut und er sich nicht in jeder Frage rückkoppelt mit der Gruppe. Aber es kann natürlich auch ein kollektiver Diskussionsprozess sein in der Gruppe selbst, wo dann auch einer bestimmt werden kann. Und da, wo ich sage, du hast die besten Voraussetzungen, du machst das jetzt und gehst jetzt bei und tust das. Ne? Also er kann auch tatsächlich bestimmt werden durch so einen Zusammenhang, durch seine Nahgruppe, durch seine Basisgruppe. Und insofern sind all diese Sachen durchaus gefährlich. Ne? Also jetzt so allein nur auf das Internet hinzukommen, das ist dann eher sozusagen eine instrumentelle Lage, die sich herausstellt. Ja, entscheidend sind immer die inhaltlichen Affektionen, die sozusagen aus einer gesellschaftlichen Gegebenheit sich resultiert. Also halten wir erstmal fest, weil wir werden noch gleich in die Pause gehen. Man kann es natürlich nicht auf eine Ursache, ein Umfeld oder einen Kontext beziehen. Es sind in der Regel mehrere Kontexte, wie auch schon beschrieben, ob nur Familie, soziale Medien, die Ideologie, die Peer-Gruppe, die Familie, die Entwicklung. Also unterschiedliche gesellschaftliche Diskurse, die dort eine Rolle spielen und damit einen Kontext darstellen, in dem Radikalität entsteht. Wir werden uns nach der Pause
sehr konkret nochmal mit biografischen Erfahrungen da auch nochmal auseinandersetzen. Also der Felix wird uns da aus seiner Biografie erzählen, inwiefern er Radikalität im Kontext seiner Gruppe wahrgenommen hat. Und dann im Anschluss können wir gerade diese Fragen auch nochmal intensiver diskutieren, auch die Frage von Lone Actors, also Einzeltätern oder nicht, dass wir die dann im Anschluss nochmal diskutieren. Gerne auch mit den Fragen aus dem Chat.